Automatischer Austausch von Finanzinformationen in 5 Fragen. Erstens, was versteht man unter dem automatischen Informationsaustausch? Es handelt sich hierbei um einen globalen Prozess und Standard, der von der OECD mit dem Ziel der steuerlichen Zusammenarbeit und Transparenz entwickelt und von 136 Staaten unterzeichnet wurde. Beim automatischen Informationsaustausch übermitteln die Unterzeichnerländer auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruhend jährlich automatisch meldepflichtige Informationen von Personen mit Finanzkonten bei Finanzinstituten in ihrem Land an den Ansässigkeitsstaat des Kontoinhabers. Folgende Informationen der bei Finanzinstituten in der Türkei geführten meldepflichtigen Finanzkonten werden an den Ansässigkeitsstaat des Kontoinhabers übermittelt: Name, Anschrift und Steueridentifikationsnummer im Ansässigkeitsstaat. Kontosaldo, Wert zum Ende des betreffenden Kalenderjahres. Gesamtbetrag, der in Bezug auf das Kontoguthaben in dem betreffenden Jahr erzielt und in diesem gutgeschrieben wurde. Informationen zu Immobilien, Renteneinkünften und Fahrzeugen sind vom automatischen Datenaustausch ausgenommen. Zweitens, warum wird der automatische Informationsaustausch über Finanzkonten durchgeführt? Dieser Informationsaustausch dient der internationalen steuerlichen Zusammenarbeit und Transparenz und ist kein einseitiger Prozess. Es ist vorgesehen, meldepflichtige Daten nicht übermittelnden Staaten verschiedene Sanktionen wie Aufnahme in die schwarze Liste und Isolation betreffend globaler Finanzsysteme aufzuerlegen. Drittens, mit wie vielen Staaten wird der automatische Austausch von Informationen über Finanzkonten erfolgen? Die Türkei wird im Jahr 2020 mit 54 Staaten meldepflichtige Daten austauschen. Da mit 5 EU-Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien und die Niederlande, die erforderliche technische Infrastruktur nicht errichtet werden konnte, wird es mit diesen Staaten im Jahr 2020 keinen Datenaustausch über Finanzkonten geben. Die finale Staatenaustauschliste wird jedes Jahr aktualisiert. Viertens, wie wird der automatische Informationsaustausch durchgeführt? Im Rahmen des automatischen Informationsaustausches werden im Meldejahr die Informationen mit Stichtag zum 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres übermittelt. Fünftens. Was sollte der Kontoinhaber beim automatischen Informationsaustausch beachten? Es ist nicht möglich, durch diverse Anträge, Petitionen, Widersprüche bzw. Klagen Finanzkonten von Personen mit Ansässigkeit im Ausland vom automatischen Informationsaustausch auszunehmen. Gegenteilige Versprechungen von Personen oder Unternehmen sollten nicht beachtet werden. Sofern eine Person in der Türkei ansässig ist, allerdings bei dem Finanzinstitut als im Ausland ansässig gemeldet ist, ist diese verpflichtet, die Adressenangabe zu korrigieren. Die in diesem Video zusammengestellten Informationen basieren auf dem Informationsleitfaden des Standards für den automatischen Austausch von Finanzkontoinformationen in Steuerangelegenheiten.